Weiter, Leute, weiter. The Ancients, live auf Twitch. Grüße an YouTube. Weiter, weiter, weiter. Eine Runde weiter, bitte. Ein Blitz ist eingeschlagen, habt ihr gesehen? Wir haben neue Forschungspunkte bekommen. Wir sollten nach rechts ziehen. Wir ziehen mit denen mal vor hier lang. Wasser haben wir genug. Bald kommt der Winter. Wir haben nur noch 10 Runden bis zum Winter. Wir haben reichlich Vorräte an Nahrung. 2 Forschungspunkte, die wir noch ausgeben könnten. Da brauchen wir nur einen statt 2 Bewegungspunkte, um ein Lager aufzuschlagen. Da können wir schneller Feuersteine mitgewinnen. Etwas effizienter bauen. Vielleicht sollten wir uns mal den Sus... Das finde ich sehr cool. Reichweite erhöht um ein Geländefeld direkt hinter mir. Glaubt ihr auch mehr Reichweite? Das finde ich extrem cool. Da müssten wir mehrere Sachen hier machen. Einmal den Geselligkeitswert erhöhen, das Maximum. Schaut mal bitte mit, ob das den laufenden Wert auch erhöht. Im Augenblick ist der Durchschnittswert bei 70. Jetzt gehen wir einmal in die Forschung rein und schalten Pigmente frei, mit denen wir unsere Gesichter beschmieren können oder die Wände beschmieren können. Mit anderen Worten, Kindertagesstättenniveau wird erreicht. Der Wert liegt bei immer noch bei 70. Das hat sich gelohnt. Wunderbar, ich bin so glücklich. Wir rennen einmal nach rechts durch. Wie weit ist das entfernt? Da wird ein Kampf durchgeführt werden. Ich bin dafür, wir müssen ja vor dem Winter irgendwo ankommen. Wir rennen einmal durch. Es wurde gesagt, da könnten wir irgendwas ganz Tolles finden. Ich bin dafür, wir rennen jetzt durch. Wir haben von allem genug. Wir haben reichlich Holz, wir haben noch genug Nahrung. Ich würde es versuchen. Komm, Leute, wir rennen einmal durch hier. Oh, Wölfe, die wir jagen können. Beim Kampf. Wir sind nicht schneller unterwegs. Ich würde im Augenblick nichts angreifen. Wir haben genug Leder, wir haben genug Fleisch, wir haben noch einen kleinen Rest Gemüse. Wir könnten nochmal Feuersteine hier sammeln. Das ist doch Quatsch, wir laufen einfach so lang. Wir sind an Wasser angekommen, Durst wird gestillt, noch ein Feld vor. Nochmal Wasser. Keine Aktionspunkte mehr da, eine Runde weiter bitte. Wir haben gut gewirtschaftet, wir haben ganz viele Rohmaterialien auf Vorrat. Leider fehlen uns ausgerechnet die Knochen, weil ich zu schissig war, irgendjemanden anzugreifen. Rächt sich das noch? Wir müssen hier um den Teich herumlaufen, Richtung Nordosten. Wir laufen hier mal rechts rum. Selbes Geländefeld teilen, da kann doch eigentlich nichts schief gehen. Lieben Dank an Nick, Kommandant, fürs dritte Abo. Hallo Nick, danke dir. Danke auch für den netten Kommentar. Ganz liebe Grüße. Wir rennen immer weiter. Wir setzen darauf, dass unsere Vorräte noch halten. Ein Stückchen geht's noch. Hier oben hin. Guck mal, wie der Fog of War aussieht. Wie eine Höhlenzeichnung. Höhlenzeichnung auf Fels. Super cooler Fog of War. Extrem stimmungsvoll. Ganz toll. Noch ein Feld weiter nach. Oben, unten, rechts, links. Jede Menge Feuersteine aller Orten. Vorne ist wieder Wasser. Das ist nicht schlecht, obwohl es gerade regnet. Eine Runde weiter. Für 5 Runden haben wir noch Nahrung. Achtung! Ein Jäger greift uns an. Oh, wir haben einen so hohen Freiheitswert, dass wir diese Möglichkeit nicht nehmen können. Für einen Gegenangriff. Wir können uns nur schützen. Oder wir rennen wieder weg, Leute. Das ist nicht der Jäger, den wir jagen. Das ist irgendein anderer wahrscheinlich. Wer ist... Wir rennen doch weg, oder? Rennen wir oder rennen wir nicht weg?
Bitte alle, die dafür sind, dass wir bleiben, kurz sich bei den Chatmods nehmen, sich Waffen aushändigen lassen und bitte in der ersten Reihe aufstellen. Ja? Ich dagegen renne weg. Weil wir müssen uns für den Kampf wappnen und wir haben schon Verwundete hier vorne. Und wir haben noch keine wirklich guten Waffen hier. Wir brauchen dringend nur mal Nahrung gleich irgendwo. Hier unten gäbe es nur mal Nahrung. Nahrungsvorräte gehen alle. Aber wenn wir im Winter nicht ein Dach über dem Kopf haben, eine Höhle wäre ideal. Hatten wir die Holzhäuser schon freigeschaltet? Ja. Wir haben noch keine Knochen. Geht's ohne Knochen? Einmal Holz sammeln nochmal. Nochmal weiterziehen hier. Da ist die Höhle. Da können wir den Winter verbringen, Leute. Oder? Forschungspunkte bekommen. Einen Forschungspunkt. Wir sind reich. Kann man den für irgendwas benutzen? Nein, weiter. Hier oben, da müssen wir hin und da ist eine gewaltige Bestie. Vielleicht ist das die Bestie, die in der Höhle lebt. Die wir vertreiben müssen, um in dieser Höhle den Winter verbringen zu können. Mittlerweile nur 10 Grad. Kuschelalarm im Chat. Kuschelt euch zusammen, Leute. Nur 10 Grad. Ich kann keine Kleidung ausgeben. Ich habe keine. Bitte kuschelt. Acht Runden noch bis zum Winter. Der Chat wird erfrieren. Eine Runde weiter. Das vor allem geht mir durch Mark und Bein. Für 6 Runden noch Nahrung. Ich bin dafür, wir stellen uns dem Kampf und hier gehen wir halt jagen. Obwohl wir können daraus keine Gott, Leute, guck mal, unsere Nahrungsvorräte. Eine winzige Menge Gemüse und noch 6 gekochte Nahrungsgemüse. 2 Pilze. Wenn wir die essen, können wir mal krank werden. Wir brauchen, also ich würde gerne hier oben hin und jagen, aber wir müssen einmal nach. Wir brauchen Nahrung. Anders geht's nicht. Und wir können hier, Pilze ist Quatsch, wir können nur hier drauf gehen für die Jagd. Ich würde eigentlich am liebsten mit dem runterziehen. Und dann hier Holz sammeln. Mit ihm ziehen wir hier vorne hin und sammeln das Gemüse von hier. Ein Feld hier hin. Mit ihm hier ziehen wir hier vorne hin. Ein Lager bitte. Der sammelt Gemüse. Boah Gott. Schau mal, wie krank viele von denen sind. Das sind die Sammelwerte hier. Die beiden sammeln. Hier gibt es einen coolen Kochwert. Der Sammelwert ist auch noch okay. Wir sammeln von den 30 Gemüsen, sammeln wir so 18 bis 19 ein. Jetzt erstmal das zweite, den zweiten Trupp. Mit dem haben wir hier vorne ein Lager. Hier sammeln wir das Holz. Ich würde gerne das Holz sammeln und nicht das, weil das kann auch von einem anderen Lager gesammelt werden. Das heißt, da wo 16 Holz drin ist. Das wird bitte gesammelt. Das ist 16 Holz. Sammelwert ist die Zeile hier. Der ist in allem schlecht. Zweimal Holz sammeln. Das ist erbärmlich. Haben wir hier nur noch 2 Leute? Wir haben nur noch 2 Leute in dem Kampf, in dem Clan und beide sind krank. Jetzt, oh Gott, Leute. Deshalb sind wir so ineffizient.
Von dem Clan sind nur zwei Leute übrig. Alle anderen schaffen es noch nicht mal in den Winter hinein. Weil die alle krank sind und weil wir noch nichts haben, wie wir die heilen können. Und dieses Wolfsgeheul, es macht mich so fertig hier. Hier haben wir immerhin vier Leute. Wir versuchen hier noch Nahrung herzustellen. Ich glaube, das ging noch, ne? Hier, Nahrungskochwerte 7,8. Einmal bitte. Eine Runde weiter. Schon wieder greifen uns die Raubtiere an. Wir haben bis heute keine echten Waffen. Schon wieder weg. Guck mal hier rechts. Das ist der Clan, der nur eine Person hat zum Kämpfen. Und die ist krank. Die zweite Person in der Familie ist eben auch gestorben. Das heißt, ein Raubtier greift einen todkranken, fußlahmen Menschen an. Natürlich rennen wir weg. Was soll man sonst machen? Immerhin hält dadurch die Nahrung länger. Oben ist die Anzahl der Tage, die die Nahrungsvorräte halten. Wir haben nur noch fünf Leute, hatten glaube ich einmal neun. Kein Wunder, reicht die Nahrung länger im Winter. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, hier können wir noch 12 sammeln. Der andere ist sowieso, den ziehen wir irgendwie ab. Wir sammeln hier noch einmal. Wir sollten uns überlegen, eine Wache aufzustellen. Das Lager hier vorne, das wird auf jeden Fall aufgelöst, ist ja vollkommen witzlos. In verbleibenden Punkten sammeln wir etwas Holz ein. Lächerliche Menge. Lächerlich. Und mit dem Kollegen hier vorne, mit dem Clan hier vorne, vier Leute. Das Gemüse, 12 können wir noch einsammeln. Wir sollten auf jeden Fall kochen, weil das Gemüse hält sonst nicht. Wir brauchen nur einmal einen guten Koch. Wir könnten noch ein bisschen Holz einsammeln, dann ziehen wir nächste Runde weiter. Kann man auf einen Klick alle auf einmal abziehen von allen Aufgaben? Hier, einmal Koch ist noch da. Wunderbar. Dann mal hier vorne. Sag mal, wir haben doch Unmengen an Holzspeeren hergestellt und an Faustkeilen. Was ist mit denen denn? Sind die verloren gegangen? Oder haben wir jetzt, nachdem all dieser Clanmitglieder gestorben sind, einen riesigen Faustvorrat an Faustkeilen und an Holzspeeren zur Verfügung? Ernst gemeinte Frage. Alle sind jetzt ausgerüstet mit Speeren und mit Faustkeilen. Das ist ja ein, guck mal, der Freiheitswert ist extrem groß hier. Vielleicht dadurch, weil wir immer geflohen sind, ich weiß es nicht. Und der führt dazu, dass wir mehr Forschungspunkte generieren. Keine Ahnung. Haben wir ein paar Waffen auf Vorräte hier? Nee, ne? Sind hier nirgendwo aufgelistet. Ich glaube, die sind mit den Toten von dann gegangen. Wir könnten ein Holzzelt bauen zum Schutz vor der Kälte mittlerweile. Machen wir nicht, ich will in die Höhle reinkommen. Wir kochen noch einmal. Das haben wir gemacht. Wir sammeln noch einmal. Sollen wir noch einmal mehr kochen? Da müssen wir einen vom Sammeln abziehen. Einmal Kochwerte checken. Hier ist ein solider Kochwert. Der Kochwert ist nicht etwas geringer, aber der Sammelwert ist eine Katastrophe. Ach, die waren schon am Kochen, okay.
Ein Mensch ist am Kochen. Sammeln wir noch was anderes? Nein. Ach, ich kann runterscrollen. Alles klar. Das ist der Kochwert. Und ganz unten, das ist ein minimaler Kochwert. Die setzen wir fürs Sammeln ein. Wenn man noch einen weiteren, noch einmal weiter kochen. Hiermit. Und dann noch zweimal sammeln. Noch einmal Gemüse sammeln hier. Einmal hier und dann bis zum Limit. Stattdessen könnten wir noch einmal Holz sammeln hier. So. Alles klar? Und? Eine Runde weiter. Mehr können wir gerade nicht machen. Jetzt bin ich ja sehr gespannt, was passiert. Ob wir gleich schon alle sterben. Für 13 Runden haben wir genug Nahrung und wir haben immer noch 5 Leute. Also der einer Clan kann nicht kämpfen. Ich speichere einmal ab und mit dem Vierer-Clan ziehen wir jetzt rauf. Wir haben einen Speicherschnitt, nur ziehen wir rauf und greifen die Bestie an. Wie gut, dass ich nicht nervös bin. Wenn ich nervös wäre, hätte ich nämlich Hemmungen, euch meine Händchen zu zeigen. Sieht man die glitzern? Wisst ihr, was hier so glitzert? Angstschweiß. Ohne Scheiß. Kann man das sehen, wie man der Angstschweiß glitzert auf meinen Patschhändchen? Das ist der nackte Angstschweiß, wirklich ohne Scheiß hier. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich trage doch Verantwortung, wenn ich alle unsere Leute in den Tod schicken. In der ersten Mission der Einzelspielerkampagne. Hier vorne einmal das Lager auf verlassen. Einmal raufziehen. Innen hier vorne. 3 Aktionspunkte. Was soll man mit innen machen? Nochmal sammeln. Als Köder vorschicken. Lagerfeuer mache ich nicht. Ich meine, ich will eine Person, die todkrank ist, ein Lagerfeuer. Das wird diese Person auch selber nicht wollen. Das wäre ja unangenehm, wenn alle so liebevoll mit ihr umgehen würden, weil das den Stamm schwächen würde und deshalb möchten die das selber auch nicht machen, glaube ich. Mit allem, was wir haben, Holz sammeln. Oh Gott, lächerliche Menge. Das ist halbtot. Eine Runde weiter. Dieses Heulen. Wir ziehen da oben hin, damit der obere Clan sich überhaupt noch bewegen kann. Sollen wir in die Höhle rein? Oder ist das das Feld dahinter? Sollen wir in die Höhle reinziehen? Ja, ne? Einmal in die Höhle rein. Ich wette, da ist die Bestie drin. Nein, sie ist dahinter. Schau mal hier. Was liegt denn da auf dem Boden? Im Gras. Irgendwas Totes. Wir müssen auf jeden Fall auf das Feld ziehen. Damit wir hinziehen können, müssen. Einmal hier rein. Greif die Bestie an! Die lange die Spur, auf der den Blutstropfen geführt, gefolgt waren, führt uns schließlich zur Beute des Jägers und zum Jäger selber. Bevor wir irgendwas sammeln können, bevor wir dessen Beute auflesen können, das Aas, das uns die Bestie zurückgelassen hat, müssen wir kämpfen. Anders geht's nicht. Alle für den Stamm! Alle für den Stamm! Alle für den Dackel! Alle für den Hund! Für den Club! Irgendwas in der Art. Wir kämpfen, Leute! Hakt euch unter! Reiht euch ein! Weg damit! Ja, und jetzt? War das schon der Kampf? Ein Megantherion. Ein Vorfahre des Milodon.
auch bekannt als Säbelzahntiger. Säbelzahntiger hat gelebt in Afrika, in Eurasien und im Twitch-Chat und unter den YouTube-Leuten. Das sind die natürlichen vier Verbreitungsgebiete, da steht's. Der Vorläufer des Sägezahntigers. Sollen wir auf das Geländefeld hingehen, oder? Ja, müssen wir, ne? Aber wir können aber nicht mehr angreifen, wir haben gar keine Aktionspunkte. Wir können nicht mal ein Lager aufschlagen. Wir können für eine Runde sammeln. Wenn wir draufziehen, gibt es keinen Kampf. Wir können ja nicht angreifen. Wir haben keine Aktionspunkte fürs Angreifen. Wir sammeln nur einmal Fleisch. Oh, dieses Geheule! Wir ziehen noch einmal vor und hier oben rein. Eine Runde weiter. Betet, ihr Narren! Betet! Die Bestie greift an! Leider können wir nicht angreifen, wir können nur, also verteidigen geht nicht, haben wir darüber geredet. Wir versuchen uns Defensivpositionen anzunehmen und? Einer ist schon tot. Einer ist tot von den dreien. Verwundet, wir ziehen auf das Feld drauf. Wir greifen. Ja, extrem gefährlich. Fluchtgefahr 57%, aber wir müssen doch, oder? Wir können nur abhauen. Wir waren nicht... Und jetzt, das ist die Kampagne. Jetzt müssen wir weglaufen. Damit die Kampagne weitergeht, mussten wir die unsinnige Aktion machen, einmal anzugreifen. Rennt zu einem sicheren Platz. Wir haben unsere Chance versucht zu ergreifen, den Kampf gegen die Bestie gewagt. Aber unsere Waffen waren nicht geeignet, um dem der Bestie zu schaden. Wir müssen bessere Waffen herstellen. Ja, das wusste ich vorher schon. Vielen lieben Dank, das habe ich vorher schon gewusst. Warum muss ich denn aus meinen Fehlern lernen? Ich möchte aus den Fehlern anderer lernen. In anderen Worten, ihr könnt aus meinen Fehlern jetzt lernen. Wir haben aber nur einen Aktionspunkt. Wir können nicht nach unten hinlaufen. Wir müssen erstmal mit ihnen hier weglaufen. Nein, noch mehr Tiere und Bestien gefunden. Wir haben hier nur noch zwei Leute. Wir haben insgesamt nur drei Leute. Zwei Leute in dem Clan, einer hier unten. Von denen hier oben ist einer krank, nur einer gesund und das bin ich. Wie soll man denn da überleben? Wir sind nicht bereit. Haut ab, das hättet ihr auch vorher sagen können. Können wir irgendwas bei der Forschung reißen? Bessere Waffen haben wir keine. Das ist ja grauenhaft hier. Und gleich kommt der Winter. In drei Runden. Ein Clan ist weg. Eine Familie ist weg. Da, wo nur noch einer da war, der ist jetzt auch nicht mehr da. Und wir haben noch zwei Leute in dem Clan. Oh, es melden sich Leute bei uns. Das ist einer dieser Texte, bei denen ich mich dezent verspottet fühle. Schaut mal, was hier steht. One clan of ours, einer unserer Clane, has been dissolved, wurde ausgelöscht. Null, zero members of dissolved clan wants to join into our clan. Ein Clan wurde ausgelöscht und von dem ausgelöschten Clan wollen null Mitglieder sich dem anderen Clan anschließen. Ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Clank. Daumen runter. Also echt, jetzt haben wir den Schaden und werden auch noch von dem Spiel auf diese brutale Weise verspottet. Also okay, von Säbelzahntigern angegriffen, zerfetzt, gerissen zu werden, aber dann noch so verspottet zu werden. Das ist das Schlimmste hier. Also das ist echt erschütternd hier. Ich weiß gar nicht, was ich zu so viel Gemeinheit sagen soll. Das ist alles, was noch bleibt. Jetzt haben wir wieder drei Leute. Eben hatten wir nur zwei. Ach, der Wert ist abgerundet worden. Da stand null Members. Die arbeiten ja mit Auf- und Abrundungen. Also von dem Clan, der sich aufgelöst hat, von der Familie,
Das hat nicht ganz gereicht, dass es noch ein vollwertiger Mensch war. Aber der wurde irgendwie unserem Plan hinzugefügt. Und dieser Teilmensch, der zu uns rüberkam, und die zwei, ein Viertel Leute, die wir noch hatten, die wurden so Frankenstein-mäßig zusammengebacken. Und dadurch ist dann ein dritter Mensch wieder entstanden. Mary Shelley hatte ihre hellste Freude. Die Erfinderin des Frankenstein-Romans. Mary Shelley hatte die hellste Freude an dem Plot dieses Spiels hier. Kann ich nicht anders sagen. Das sind echt moralische Abgründe hier. Das ist Grusel pur hier. Wir hauen ab, Leute. Immerhin haben wir jetzt reichlich zu fressen. Wasser, das ist gut. Und wann ist der Winter? In zwei Runden? Wir sollen hierhin abhauen. Das sind keine Angriffstiere, ne? Ne. Das wissen wir nicht. Wir laufen mal oben lang. Na toll, es ist da ein Hügel, der uns im Weg steht. Ich bin so glücklich. Wir müssen nur einen Bogen machen. Ziehen auf das Feld eines weißen Rhinozerosses. Vorräte haben wir genug. Ein Fluss und eine Höhle. Sollen wir uns reintrauen? Trauen wir uns in die Höhle? Ja, ich ist ja sonst kein Durchkommen hier. Hier könnten wir doch überwintern. Aber das Spiel will, dass wir hier unten hinlaufen. Da sollen wir hin. Notfalls können wir wieder zurücklaufen und hier oben überwintern. Da hat man auch ein bisschen Schutz. Kälteresistenz. Oder? Noch eine Höhle. Rettung! Da werden wir überwintern, Leute. Und Wasser ist auch daneben. Alles gut. Eine Runde weiter. Forschungspunkte. Dadurch, dass wir das Unheil und das Elend erkunden und den Tod unserer Mitmenschen, erlangen wir Forschungspunkte im Spiel. Je mehr wir leiden, desto klüger werden wir, zumindest die Leute, die übrig bleiben. Der Rest hat auch eine Entdeckung gemacht, nämlich ob es ein Jenseits gibt oder nicht. Sie werden nun nicht mehr uns von ihrer Entdeckung berichten. Ja, und das war unser kleines Angespielt von The Ancients. Am 5. Juni 2024 soll das Spiel im Early Access auf Steam erscheinen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, allerdings gab es in der Version, die ich ungefähr zwei Wochen vor dem Start in Early Access bekommen hatte und gespielt habe, doch sehr, sehr viele kleinere technische Probleme und Fehler. Insofern hätte ich persönlich das gar nicht so ungeschickt gefunden, wenn das Release vielleicht noch ein bisschen verschoben wird, der Launch der Early Access Version. Denn auch wenn ein Spiel schon nicht fertig sein muss, wenn es in Early Access startet, ist das doch verhältnismäßig noch mit relativ vielen Fehlern behafteter Spiel. Wobei ich ganz klar sagen muss, ihr habt es mitbekommen, es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe es neben dem Stream privat auch ein bisschen gespielt, hatte viel Freude daran, aber auch da hat sich der technische Eindruck bewahrheitet, dass da noch ein bisschen Luft nach oben hin ist. Ich will euch aber nicht entmutigen, falls das Spiel am 5. Juni tatsächlich rauskommt. Ja, ich glaube nicht, dass ihr groß was falsch macht, wenn ihr diese Art von Spielen liebt, euch das dann zu holen und dann zu spielen, weil zumindest eine Weile lang kann man Freude damit haben und die Entwickler haben ja danach auch noch genug Zeit, um das Spiel in einen besseren Zustand zu bringen.